Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, und es geht wieder mal um Tainted Grail. Und zwar wurde gerade von, ja, was heißt gerade, aber relativ neu, wurde eine Erweiterung angekündigt für Tainted Grail. Und ihr wisst ja, dass ich ein Tainted Grail Fan bin. Ich habe ja das auch auf meinem YouTube-Kanal behandelt. Das heißt, ich habe für jede Kampagne einen Rüber gemacht und habe natürlich auch für die Standardcharaktere sogar Character Guides gemacht. Und ich habe ja auch im Review gesagt, dass ich ein großer Fan von Tainted Grail bin. Natürlich hat das Spiel seine Schwächen, aber trotzdem war einfach die Geschichte, die ich erlebt habe mit diesem Spiel, so cool und so unterhaltsam, dass mir das Spiel extrem viel Spaß gemacht hat. Und da freue ich mich natürlich auf die neue Erweiterung, und deshalb möchte ich euch auch informieren, da ich ja mitbekommen habe, dass es auch einige Leute auf meinem Kanal gibt, die eben auch Spaß an Tainted Grail haben. Also hier ist das Ding. Eine neue Erweiterung für Tainted Grail, Kings of Ruin heißt das Ding. Und jetzt ist natürlich noch interessant, was ist das Ganze? Brauche ich da die Erweiterungen? Wie funktioniert das? Zum einen ist das jetzt nur mal eine Ankündigung, das heißt, wir wissen noch nicht, in welchen Sprachen das Ganze rauskommt, aber ich denke mal, es wird auch wieder auf Deutsch kommen. Das Ganze ist auf Gamefound. Der Link ist natürlich in der Beschreibung, wenn ihr euch das ansehen wollt, und ihr könnt natürlich diesem Projekt auch folgen. Dann werdet ihr informiert, wenn eben ja das Ganze live geht. Es wird wieder ein Crowdfunding sein. Noch kurz zu der Box. Was können wir erwarten? Das erste, was ich hier gesehen habe, ist sehr gut, denn ich habe meine Erweiterungen, also meine Stretch Goals, schon wieder verkauft. Ich habe nur noch das Basisspiel, das werde ich wahrscheinlich auch noch verkaufen, denn ich habe das Spiel so viel gespielt, dass ich einfach aus diesen Boxen, die ich gehabt habe, alles gesehen hatte. Ich habe die ja teilweise 2 bis 3 Mal durchgespielt, die Kampagnen. Und das Gute ist nämlich hier, es ist eine neue Standalone-Story-Campaign. Das heißt, ihr könnt diese Box kaufen, wenn ihr nichts von Tainted Grail habt. Also ihr könnt entweder mit diesem Ding einsteigen oder eben die anderen Teile verkaufen und hier dann das trotzdem spielen. Also ihr braucht kein Material, es ist ein Standalone. Das finde ich schon mal sehr cool. Sie schreiben dann auch hier: Wir werden natürlich spielen mit 9 spannenden Charakteren. Ist klar, wenn das eine Standalone-Erweiterung ist, können wir einfach erwarten, dass hier mindestens eine komplette Kampagne drin ist. Neue Monster, neue Helden, alles, was wir schon kennen. Und ich hoffe natürlich, alles cooler und noch ein bisschen mehr over the top. Sie sprechen es dann auch nachher noch an. Das zeige ich euch auch noch kurz. Sie sagen eben auch hier in diesem Absatz, dass sie die ganze Erfahrung, die sie schon gesammelt haben mit eben 3 Kampagnen im Tainted Grail Universum, dass sie diese ganze Erfahrung jetzt natürlich in diese neue Standalone-Erweiterung einfließen lassen, was ich denen auch glaube, denn wir haben ja schon eine große Weiterentwicklung gesehen von der Basisbox zu den Erweiterungen. Da war schon ein großer Schritt in die richtige Richtung zu sehen, und die Erweiterungen waren einfach vom Pacing, vom Spielspaß her viel besser als die Grundbox. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Standalone-Erweiterung noch besser werden wird. Ich habe hier große Erwartungen und bin natürlich live dabei bei diesem Projekt. Ihr wisst es, ihr wisst Bescheid. Ja, jedenfalls wollte ich noch sagen, dass ja die erste Erweiterung, wie war das, The Last Night oder so, die war ja jetzt von Open World-mäßig, war die ja nicht so offen, sondern es war eine Story, die eben vorgegeben war. Ich hatte nicht so viele Freiheiten wie in der Grundbox, aber dafür hatte ich dann wieder in Age of Legends eine größere Freiheit in meinen Wahlmöglichkeiten, das heißt mehr Open World. Die Frage ist natürlich, wo bewegen Sie sich jetzt hin mit dieser Standalone? Wird es wieder eher Open World mäßig, dass ich wirklich komplette Freiheiten habe bei den Entscheidungen, oder wird es wieder eher ein vorgegebener Pfad, den ich verfolge? Das wird noch interessant werden. Sie schreiben hier auch noch sehr gut, sie machen natürlich Änderungen zu den Menhirs. Wir wissen es alle, in der Grundbox war natürlich die Menhir-Mechanik nicht, ja, wie soll ich sagen, ideal umgesetzt, denn es ist dann auch bald mal zum Grinding ausgeartet, und ja, man hat einfach nicht so viel, man hat
ziemlich viele Stunden damit verbracht, dass man einfach Ressourcen sammelt für diese Menhire. Das war nicht ganz optimal, ist aber schon in den Erweiterungen besser geworden. Also auch das werden sie in dieser neuen Erweiterung natürlich verbessern. Sie werden das Reisesystem verbessern. Das hatten wir ja auch schon gehabt in den Erweiterungen, dass ich mich eben teleportieren habe können, oft nach einem Quest. Okay, willst du weiter exploren, also erkunden, oder willst du zurück zum Questgeber? Das hat es ja schon alles gegeben. Also da werden sie sicher sich auch was einfallen lassen, damit das Ganze einfach schöner zu spielen ist. Sie haben auch hier noch geschrieben, Rebalance Character Advancement. Das heißt, sie wollen auch die Heldenentwicklung noch anpassen, verbessern hoffentlich. Natürlich war jetzt die Heldenprogression im Tainted Grail immer nur bezogen auf die Karten. Man hat jetzt, na gut, es waren die Karten, also die Kampfkarten und Diplomatiekarten. Ah, wenn ich dran denke, Kampf und Diplomatie, das war so ein cooles Spiel. Ich freue mich schon so auf die Erweiterung. Genau, war halt eben über diese Karten, die man hat, und über die Fähigkeiten, die man noch angedockt hat auf seine Attribute. Stimmt, die Attribute waren ja auch noch drin. Ja, da bin ich gespannt, in welche Richtung die hier gehen. Vielleicht kann man dann noch so eigene Heldenfähigkeiten wirklich charakterspezifisch freischalten, wäre natürlich extrem cool. Es hat ja eine Erweiterung gegeben, die da schon in so einer Art gemacht hat. Die habe ich leider nie spielen können, die habe ich nie in Händen halten können, deswegen kann ich dazu wenig sagen, aber die hat mich natürlich sehr interessiert. Wie gesagt, habe sie leider nie in Händen gehabt. Also wenn sie da in dieselbe Richtung gehen, auch mit so legendären Fähigkeiten etc., wäre das natürlich extrem cool. Und natürlich noch many other twists, also noch viele andere Dinge, auf die wir uns freuen können, ist klar. Wenn wir kurz einen Blick werfen auf das Artwork hier, bewegen wir uns eigentlich schon in eine etwas andere Richtung vom Artstyle, ja, komplexer. Es wirkt anders auf mich, wirkt aber, erinnert mich etwas an Descent, nur dunkler angehaucht, also etwas ernster, aber vom Artstyle eher so an das neue Descent. Ich finde es extrem cool, also das Artwork spricht mich extrem an, können Sie so weiterverfolgen. Und das bringt uns jetzt vielleicht auch zum nächsten Punkt, den Sie hier ansprechen. Es wird nämlich nicht nur diese neue Standalone-Erweiterung geben, sondern es werden auch alle bestehenden Boxen überarbeitet und quasi eine zweite Edition draus gemacht, ein Remastered. Deswegen vielleicht auch das Artwork, vielleicht überarbeiten Sie das Artwork. Sie haben nämlich gesagt, dass Sie jetzt nicht riesig große Änderungen machen wollen in der Remastered-Version, sondern nur kleine Balancing-Anpassungen. Das heißt, vielleicht werden sie die Menhir-Mechanik anpassen von den alten Erweiterungen etc. Für mich wird das jetzt nicht kein Anreiz sein, dass ich mir die alten Boxen nochmal kaufe, nur weil es eine zweite Edition gibt. Ich habe da schon das alles durchgespielt, für mich reicht das, wenn jetzt die Standalone-Erweiterung kommt und ich mich da reintigern kann. Also das ist für mich auf alle Fälle genug. Ihr seht hier noch die ganzen Artworks, könnt ihr euch ja wie gesagt auch nochmal unter dem Link in der Videobeschreibung genauer anschauen. Mich würde natürlich interessieren, was sagt ihr zur neuen Tainted Grail Standalone-Erweiterung bzw. zweite Edition der bestehenden Boxen? Seid ihr genauso gespannt wie ich? Was natürlich auch noch interessant werden wird, gibt es dann hier auch wieder Stretch Goals, beziehungsweise gibt es weitere Add-ons, oder bleibt es wirklich nur bei dieser Kings of Ruin Box, oder wird das wieder so ein großes Kickstarter, wo dann viel freigeschaltet wird. Das wird alles spannend, ich weiß noch nicht, wann es losgeht, aber ihr werdet es auf diesem Kanal auf alle Fälle erfahren. Und dann sage ich, bis dorthin, bleibt Tainted Grail, peace out.